So, da wären wir auch schon wieder. Also, Ziel dieser Folge, nicht die Fahrstühle. Fahrstühle haben wir jetzt rausprobiert, wie die funktionieren. Also, jedenfalls die Grundlagen. Damit kann man gut was machen, aber müssen sie halt so positionieren, dass sie nicht an Stellen sind, wo sehr viele Zwerge durchkommen. Denn für ein, zwei Zwerge ist es okay, aber sobald mehr Zwerge in die ungefähre Richtung wollen, dann gibt es hier Staus und ist alles nicht besonders effektiv. Also das Beste ist wirklich mehrere Fahrstühle nebeneinander, die in verschiedene Ebenen führen. Aber das designen wir dann beim nächsten Fortress. Was hatten wir noch? Die Schienen. Schienen konnten leider nicht runter. Und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht hoch. Guck mal ganz kurz. Schienen da. Haben wir doch ein paar von. Ne, ich kann nicht einfach nach oben bauen. Ich könnte aber... zur Frustration aller Anwesenden. Nee, ich brauche ein Zwerg. Wo sind die ganzen Zwerge hin? Oh, warte mal, du? Bildzwerg, Kontrolle übernehmen. Du kannst einfach so aus dem Inventar die Sachen legen, oder? Ja, jo. Oh. Oh, komm schon. Ja, genau das hatte ich mir eigentlich erhofft. Dass das doch irgendwie geht. Obwohl es das gleiche ist wie unten, also macht es keinen Unterschied. Ne gut, dann lauf du mal weiter vor dich hin und ignoriere die komischen Schienen, die da stehen. Und wir gucken hier rein. Denn ich will primär eigentlich nur noch gucken, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und sobald ich die Grundlagen davon weiß, würde ich echt gerne in die Schneewelt. Flagge? Flagge. Ja, nee, Fresken sind nicht wichtig, Käfige. Eine Minenlampe. Was sind die so Besonderes? Die Minenlampe ist eine einfache Lampe, die gut für den Einsatz in Minen geeignet ist. Drei Eisen und Öl. Die muss irgendwas Besonderes machen, das teste ich mal ganz kurz. So, so, so. So, so. Wenn man das jetzt mit einer Fackel vergleicht, ist es doch dezent schwerer. Eine Fackel braucht Holz und Harz. Oder was? Holz und Kohle? Eins von beiden. Was ja doch recht leicht zu machen ist. Und das jetzt drei Eisen. Daraus kann man schon ein Schwert machen. Lampen? Ich weiß ja nicht. Sind die vielleicht schon instant fertig? Ja, sind sie. Okay. Na, gucken wir mal. Also wie groß die sind. Klein. Aber die sehen sehr stylisch aus. Da kann man nichts sagen. Wie sieht es im Licht aus? Wie macht man so eine dunkle Ecke? Hier so hin. Da so hin und doppelte Geschwindigkeit. So. Achso, die müssen jetzt ganz außen rumlaufen wegen dem komischen Ding da, ja. Rosen. Hell. Kann man dran vorbeilaufen? Du, wieder Zwerg, Kontrolle. Jo, kann man. Wer auch albern wird nicht. Und wow, die sind doch ganz schön hell. Das wird dann wohl der Vorteil sein, dass sie einfach heller sind als die. Das ist also so eine Art Luxusgut, wenn man ganz tolle Fackeln haben will. Du wirst angegriffen. Ja, es wird nur ein Käfer sein, das ist schon okay. Nimm. Laterne, es wird nur einfach anderes Licht sein. Bahnhaltestellen. Nö, die habe ich auch verstanden. Hier gibt es nichts zu verstehen, das sind einfach nur Waffen. Imp beschwören. Stimmt, die Zaubersprüche. Wir brauchen dezent viele Gehirne. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Imp 4 Gehirne hat. Aber na gut. Grüner Diamant. Blauer Diamant, der auch blau aussieht. Ja. So, Imp. Wo wir gerade dabei sind, was haben wir noch an Zaubersprüchen? Magisches Licht verstehen wir, Feuerball verstehen wir, magische Wald verstehen wir, sammeln Horn. Theoretisch auch, weil es manchmal komisch ist. Regen ist nur für Wasser. Magischer Sog soll Ressourcen einsammeln. Magische Explosion klingt einfach nur toll. Das probieren wir auch mal aus. Zap. Das könnte das Terraform doch um einiges einfacher machen. Du. Das ist doof. Der Pilz ist auch für die Zaubertränke da. Also für die Mana-Tränke. So, also Imp beschwören. Wow, hey. Was macht ihr? Oh. Ah, das ist ja cool.
hat was von Evil Overlord. Wo bringt ihr die jetzt hin? Achso, ihr fliegt sogar da rein ins Lager. Die spawnt ihr dann? Nö. Oh, sehr cool. Er steht dabei, wie lange das hält. Also den Spruch mag ich jetzt schon mal. Beschwöre Imps, um dir beim Sammeln der Rohstoffe zu helfen. Nö, da steht nichts. Aber es hat bestimmt einen Timer. Das wäre sonst viel zu praktisch. Genau, sammel Wasserblöcke ein, das ist okay. Ja, also wenn mal viel eingesammelt werden muss, können wir die auf jeden Fall beschwören. Selbst wenn sie temporär sind, für 2-3 Tipps scheint das zu reichen. Und es sieht einfach nur cool aus. Wie so eine Armee aus Imps hier angeflogen kommt. Sehr schön. Also den Spruch soll immer überhalten. Jetzt das da. Okay. Das ist sehr mächtig. Kostet allerdings auch 20 Mana. Können wir damit auch sehr stabile Sachen springen? Bist du der Letzte? Nee, oh, die... Wir fliegen durch die Mine, ist okay. Was ist denn das Stabilste, was wir haben? Unsere Festung, ja? Können wir Wasser springen? Aber wir haben gleich keinen Mana mehr, das ist doof. Ich probiere trotzdem mal ins Wasser zu springen. Nö, okay. Also wir können wirklich nur Blöcke springen. Das wäre interessant gewesen. Was haben wir noch? Imp beschwören, Elixier des Feuerballs, was? Schaden 0. Also das ist quasi ein Molotow-Cocktail? Das könnte sein. Ach komm, den magischen Sog will ich auch mal ausprobieren. Ich denke mal, in unserer nächsten Festung werde ich zu geizig sein für eine sehr, sehr lange Zeit, um ein Mithril-Ingot da zu verbrauchen. So, so, so. Magischer Sog, der sollte... Da. Der Spruch sammelt naheliegende Rohstoffe ein. Also ähnlich wie die Imps, nur nicht so stylisch. Ne? Mal gucken. Erstmal brauchen wir Rohstoffe. Hier. Flop. Eingesammelt. Für 3 Mana, das ist echt ein Schnäppchen. Lauter Rezepte, die wir schon haben, okay. Magierstab. Der Stab erlaubt seinem Führer, vorbereitete Spruchtränke zu nutzen. Ah, so funktioniert das, okay. Also wir brauchen dann einen Magier, dafür auch den Magier-Skill. Der braucht den Stab und dann kann der Zaubersprüche sprechen, aber nur, wenn wir vor die Tränke vorbereitet haben. Also... Nimm. Die Tränke hier. Oder den Trank. Elixier des Feuerballs. Die Mana-Tränke waren für uns. Also für den Spieler. Oder? Wie benutze ich dich? Ich habe dich schon mal benutzt, das weiß ich. Muss ich dafür einen Zwerg aktivieren? Hey, ja. Komm. Hopp. 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 Achso, okay. Also der Zwerg muss es essen und dann kriegen wir hier Mana. Sehr komisches System, aber okay. Befreien. Das heißt, es gibt jetzt nur einen Trank, der mit dem Zauberstab gesprochen werden kann? Na okay, das Spiel ist ja auch noch relativ neu, da kommt bestimmt noch was dazu. Aber gut, wir wollten weiter gucken nach Dingen, die ich noch nicht verstehe. Metalltruhen. Haltbare Metalltruhe. Wird aber echt nur Deko sein. Sachen reinlegen bringt ja nichts. Oh, das Lager. Warte mal. Wir können kein Lager bauen, kein zweites. Ich bin mir ziemlich sicher, in dem regulären Spiel und nicht im Sandkastenmodus, in dem wir jetzt sind, konnte man ganz hinten im Tech Tree ein zweites Lager bauen. Sehe ich keins.
Hier sind Rüstungen. Großer Herd. Ein Angry Bird. Komfort 7. Ein wütender Vogel im Käfig. Sehr schön. Kronleuchter wollen wir nicht. Ein Aquarium muss nicht sein. Nee, ich sehe kein Lager. Komisch, komisch. Vielleicht wurde es doch rausgepatcht, weil es irgendwelche Probleme gemacht hat. Das Lager können wir nicht abbauen, ne. Ferne vorne Steinwall. Darf er nicht. Das heißt, wir müssen wirklich hundertprozentig sicher sein, dass da, wo das Lager steht, genau das Lager später auch stehen soll. Umentscheidung ist da nicht mehr. Außer es ist echt eine Marotte des Sandbox-Modus. Ja, hier hätten wir später noch die Metalltüren reingesetzt. Und die Testertürme wären weggekommen. Die Testertürme könnten wir... Stimmt, so können wir es machen. Wir machen hier ganz hinten Testertürme. Und hier noch ein, zwei rein. Das heißt, wir haben mehr als genug Zeit, die Zwerge rauszuschicken, um die Gegner zu töten. Und wenn die Zwerge wirklich fehlschlagen sollten, dann können sie sich zurück zu den Testertürmen machen, die Arbeit. Aber wir sollten nicht die Testertürme als vorderste Abwehrfront benutzen, weil die generieren ja keine Erfahrungspunkte und das ist schon ein bisschen doof. Weil ja, mit mehr Zwergen ist es chaotisch, aber mit mehr Zwergen schafft man auch mehr. Außerdem ist das Rumwuseln von den Zwergen cool. Ja, und das sollten wir auch vermeiden später. Also nicht die Höhlensysteme einfach ausbauen, sondern wirklich alles immer schön wieder zumachen. Sonst wird das zu schnell zu hässlich. Und ja, das ist nur eine Deko-Sache, aber das ist doof, wenn hier überall Zeug rumwuchert und... Nee, komm. Ist aber ganz schön viel gewachsen hier. Wenn man das so in Ruhe lässt. Oh, 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 oh. Was war das? Achso, ein Paket. Wir haben es inzwischen den 3.1. Warum schickst du uns die Pakete? Der Gedankenblitz, den ich eben gerade hatte, warum ich so waha gesagt habe, war der Helm. Der Tauchhelm. Ich hätte gerne dich und dich und euch und ein bisschen Harz. Ein Tauchhelm. Der wird jetzt ganz schnell geschmiedet. Denn dann will ich mit einem Zwerg... Machen wir hier hinten einfach ein paar Baumhackbefehle. Machen wir hier ein Portal hin, gucken, bis ein Zwerg kommt. Übernehmen ihn dann. Setzen ihm den Helm auf und springen ins Wasser. Und dann gucken wir, was da unten so ist. Sollte nur bitte jemand den Helm schnell genug bauen, bevor die Aufträge durch sind. Ja. Die Imps sind inzwischen weg, ne? Ja. Also sie sind definitiv temporär, diese kleinen fliegenden Wuseldinger. Aber ich denke mal, die haben schon 3-4 Läufe durchgehalten, was irre praktisch ist. So, keiner will den Helm bauen? Ernsthaft? Jungs, komm schon. Portal. Noch irgendwelche Jungs irgendwo abhanden? Nö. Nö, nö. Aha, du vielleicht. Geh. Ah, doch, da. Ah, Helm ist gleich fertig, sehr gut. Es wird Nacht. Nicht unbedingt die beste Zeit, um ins Meer zu springen. Oh, ist das neu? Es ist fließendes Wasser und kein Wasserblock. Ah, kann man da angeln? Nö. Wir können das Meer nicht abbauen. Schade. Du. So, du bleibst jetzt hier stehen. Also, ausrüsten. Die Beschreibung vielleicht nochmal kurz lesen. Dieser Taucherhelm erlaubt es dem Träger, ohne Begrenzung unter Wasser zu arbeiten. Right on. Gluck, gluck. Kriegst du Schaden? Ja, du kriegst Schaden. Du ertrinkst. Du kannst unter Wasser auch nicht arbeiten. Obwohl er sagt, dass man unter Wasser arbeiten kann. Wir können nicht... Ah doch, jetzt geht's. Go, go, go.
Ich hätte vielleicht vorher irgendwo einen Eingang bauen sollen. Nee. Ich brauche Bleischuhe. Ah doch. Dankeschön. Gibt's Bleischuhe? Ich hätte nicht... Ah doch, es gibt Stahlschuhe. Warte mal. Eisenstiefel. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber ich würde es trotzdem mal gerne ausprobieren. Sind die instant fertig? Nein. So, du, Wedelzwerg, Kontrolle. Während jetzt irgendein Schmied runterläuft in die Schmiede, um die Eisenschuhe zu bauen, laufe ich eben mit ihm einfach von Hand zu mir. Oh, noch besser. Du, runtergraben. Wir graben uns in das Meer. So. Und ist die Bewegung gerade ein bisschen hakelig bei ihm? Das sieht man gerade beim Helm. Und ja, es ist vielleicht auch wegen dem Zweifachmodus, aber ist mir vorher nicht so aufgefallen. Nur Schuhe dürften eigentlich schon fertig sein. Wie weit ist das Meer noch? Planänderung. Du gibst den doofen Helm ab. Und irgendein anderer Zwerg springt ins Meer. So. Ja, ja, ja. Da, Baumhaken. Und wer auch immer jetzt Baumhaken kommt, wird gefangen und ins Meer geschubst. Ah, du. Du, Kontrolle übernehmen. Ausrüsten. Du kriegst Tauchhelm. Du kriegst Eisenschuhe. Wenn das Spiel jetzt richtig cool wäre. Nein. Wenn der Spieler auch richtig cool wäre, würde der Zwerg runtersinken. Im Wasser. Obwohl das die Metallrüstung alleine ja schon hätte machen müssen. Du, Kontrolle übernehmen. Ausrüsten. Grab dich unter dem doofen Portal durch. Jetzt aber. Eisenschuhe. Taucherhelm. Und der Bart guckt raus. Geronimo. Und er sinkt nicht. Also wir können nicht unter Wasser wirklich arbeiten. Wir können nur runtertauchen. Schade, schade. Okay, nächster Wassertest. Wir schwimmen raus aus Meer. Oh, die Karte ist da zu Ende. Das könnte das aus Meer rausschwimmen schwierig machen. Jetzt kommt ein Hai und schnapp weg. Au. Wow. Wir fallen sehr tief runter. Der ist tot. und da trifft die Lava aufs Wasser. Also, es gibt ein Ende der Welt. Es liegt da. Die Zwergenmarine wird nie sehr weit kommen, denke ich. Okay. Noch ein letzter Blick. Es gibt keine besseren Stuhl als Eisenstiefel. Und es gibt noch ganz viel Dekokram, aber ja, nö. Na gut, dann verabschiede ich mich von dieser Welt. Sie hat uns treue Dienste erwiesen. Wir haben eine Menge dazu gelernt. Das erste Mal Sandbox-Modus und wirklich Hightech-Zeug gebaut. Jetzt will ich allerdings in der nächsten Folge in die Schneewelt reingucken. Also bis gleich.